Hallo und herzlich willkommen zu Instant Trading. Mein Name ist German Chaus und heute werden wir uns mit Greg Howe beschäftigen. Greg Howe wurde damals von Mike Varney entdeckt und er hat über Mike Varneys Label, das Shrapnel Records, verschiedene Veröffentlichungen gemacht. Er hat auch weiterhin mit anderen Musikern zusammengearbeitet, wie zum Beispiel Michael Jackson und auch Enrique Iglesias. Und natürlich auch hat er durch seine Weiterentwicklung seines Gitarrenstils verschiedene Kollaborationen mit berühmten Jazzmusikern und Jazz-Fusion-Musikern geführt. Greg Howes Gitarrentechnik zeichnet sich dadurch aus, dass es sehr, sehr flüssig und sehr rhythmisch interessant ist. Er benutzt natürlich alle ganz normalen Rock-Gitarrentechniken wie Sweeping, Tapping, Legato und Fast Alternate Picking. Aber die Art und Weise, wie er alles zusammen kombiniert, macht ihn etwas ganz Besonderes. Ich habe dazu zu diesem Workshop ein 16-taktiges Solo geschrieben, das alle Elemente wieder einbringt und dir die verschiedenen Anwendungen zeigt. Weiterhin habe ich natürlich auch ganz einfache Technikübungen dazu geschrieben, die ich im Nachspann des Solos erklären werde. Also lass uns das Solo mal angucken. Zuerst einmal, das Solo ist in A-Dorisch. Es ist ein ganz normaler A-Dorisch-Vamp und ich benutze hier die ganz normale A-Dorische Skala oder auch die A-Moll und die B-Moll-Pentatonik. Weiterhin natürlich auch die dazugehörigen Arpeggios. Und im letzten Abteil des Solos breche ich ein wenig aus, da ich die Whole-Tone, Whole-Tone oder Ganzton-Skala benutze, um etwas Farbe und etwas Dissonanz in das Ganze hereinzubringen. Aber lass uns das Solo zuerst einmal auseinanderlegen. In den ersten vier Takten benutze ich ausschließlich die A-Moll- und B-Moll-Pentatonik und natürlich auch deren 7er Arpeggien. Hierbei umspiele ich eine String-Skipping-Figur, die auch sehr typisch für Greg Howe ist. Und natürlich benutze ich hier auch eine Kombination von Hybrid-Picking. Und natürlich zeige ich dir auch, wie Greg Howe seine typischen Slide-Vibratos darstellt. In Takten 5 bis 8 geht es dann weiter mit einer C-Major-7-Figur, die dann über B-Moll-7 weitergeht. Und von da an geht es in eine Tapping-Sequenz, die zuerst ganz einfach nur in der Tonalität ist. Und dann benutze ich die D-Ganzton-Skala, um dann schließlich in einen Tap-Band zu enden. In den Takten 9 und 10 benutze ich eine ganz einfache Skalensequenz, die aus vier Notengruppen besteht. Hierbei umschreibe ich einen D7 oder D-Dominant-Akkord, der über das A-Moll oder das A-Dorische sehr gut klingt. Es geht dann weiter in einen einfachen E-Moll-Dreiklang und endet dann mit einem Fis minor 7 flat 5 Arpeggio. In den nächsten zwei Takten spiele ich die für Greg Howe so typischen Hammer from Nowhere und Tap-Sequenzen. Hierbei ist es eine wirklich ganz einfache intervallische Idee. Und das Wichtigste ist, dass du halt eben den Ton zuerst mit deiner linken Hand produzierst und dann eben mit deiner rechten Hand den Tap dazufügst und die beiden die gleiche Energie und den gleichen Klang haben sollten.
Nach diesem schnellen Tapping-Lauf geht es jetzt in einen noch schnelleren Legato-Lauf über. Achte auch ganz besonders hier auf die Noten, die auf der D- und G-Seite gespielt werden, da Greg Howe sehr gerne Barrés einsetzt, um verschiedene Intervalle herauszubringen. Das Lick geht dann weiter in einen ganz normalen absteigenden Sequenz mit 6 Intervallen. Es geht dann weiter mit einem anderen Legato-Lauf, der mehr oder weniger auf einem C-Major-7-Arpeggio besteht. Und natürlich hat er noch ein paar andere Noten dabei, aber das ist so im Allgemeinen, was so drin ist. Das Schwierige daran ist allerdings, dass auch wieder hier ein paar Noten mit Barré gespielt werden. Also ganz besonders darauf achten, dass du die Noten gut herausbringst. Und in den letzten 2 Takten benutze ich die A-Moll- und E-Moll-Pentatonik und manchmal auch ein bisschen die B-Moll-Pentatonik in einem sehr typischen Greg Howe-Style-Lick, das auch wieder auf dem Barré des dritten Fingers ganz besonders basiert. Versuche das alles mal ganz langsam. Es ist relativ schwierig, manchmal die Noten richtig rauszukriegen, aber ich glaube, du kannst das schon gut schaffen. Okay, lass uns mal einen Blick auf die verschiedenen grundlegenden Techniken von Greg Howe werfen. Dazu habe ich 8 verschiedene Licks zusammengetragen, die dir wahrscheinlich die Technik etwas näher bringen werden können. Die ersten 2 Licks basieren auf seiner berühmten Barré- oder Barring-Technik. Du kannst das mit verschiedenen Skalen und natürlich auch Arpeggien anwenden. Einfach mal langsam ausprobieren und sehen, was so dabei rauskommt. Beispiel 3 zeigt eine einfache Sequenz von einoktavigen Arpeggien. Greg Howe spielt natürlich auch 3- oder 4-oktavige Arpeggien, aber wenn er eine sich wiederholende Phrasierung hat, dann sind das normalerweise einoktavige Arpeggien, die er über 3 oder 4 Saiten legt. Schau dir das Ganze mal an. Greg Howe hat natürlich auch eine super Alternate Picking Technik. Dabei ist dann zu merken, dass er die ganz normalen 3-Note-Per-String-Skalen nicht unbedingt immer spielt. Er legt sich hier verschiedene Elemente zurecht. In diesem Beispiel zeige ich dir, wie er zuerst 4 Noten und dann 3 Noten-Sequenzen entwickelt, um 3-oktavige Skalenläufe zu beschreiben. Er kann natürlich auch das Ganze anders anfangen, mit 3 Noten und dann 4 Noten-Sequenzen. Er hat verschiedene Ideen entworfen, um das Problem zwischen der G- und B-Seite zu überwinden und auch wirklich einen sehr sauberen Picking-Stil zu entwerfen. Schau dir das mal an. In Beispiel 5 zeige ich dir, wie Greg Howe zum Beispiel verschiedene Arpeggio-Ideen etwas erweitert, mit entweder diatonischen oder chromatischen Durchgangstönen und dann natürlich auch das ganze Arpeggio ein wenig umbaut und auch Tapping dazu nimmt. Hier benutze ich ein ganz normales A-Moll-7-Arpeggio. In
den nächsten drei Beispielen geht es wiederum nur ums Tapping. Greg Howe hat eine sehr interessante und außergewöhnliche Tapping-Technik entwickelt und er kann Arpeggien als auch ganz normale Skalensequenzen damit sehr, sehr gut spielen. In Beispiel 6 zeige ich dir eine ganz normale Arpeggio-Sequenz, die aus Open-Voiced Arpeggien besteht. In Beispiel 7 ist es eine in drei Gruppen absteigende Arpeggio-Sequenz, die zwei verschiedene Arpeggio-Positionen beinhaltet. Und in Beispiel 8 zeige ich dir eine abwärtslaufende Drei-Noten-Sequenz, die mit Tapping gespielt wird. Skalen-Tapping. Also, mal ausprobieren. Das Besondere an Greg Howe ist natürlich nicht nur einfach seine perfekte Kontrolle des Instruments oder der verschiedenen Techniken, die er natürlich alle beherrscht, sondern es ist seine konstante Weiterentwicklung als Musiker. Ich glaube, ich habe nicht sehr häufig Gitarristen gesehen, die sich so weiterentwickelt haben über die Jahre wie Greg Howe. Also, alles selber mal anhören und ausprobieren und natürlich viel Spaß beim Schreddern. Und bis zum nächsten Mal bei Instant Shredding.